Wer aus geringer Distanz angenießt oder angehustet wird, läuft trotz Mund-Nasen-Masken Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Das hat eine US-Untersuchung mit 5 verschiedenen Masken ergeben. Nur eine spezielle Partikelmaske hat im Test einen 100%igen Schutz gegen Tröpfchen mit Viruspartikeln geboten. Eine Maske hilft auf jeden Fall, aber wenn die Menschen sehr nahe beieinander sind, besteht immer noch die Möglichkeit, dass sich das Virus verbreitet oder dass man daran erkrankt. Eine zweilagige Stoffmaske hat 3,6% der Tröpfchen durchgelassen. Wie aus früheren Studien hervorgeht, kann ein Nieser bis zu 200 Millionen Viruspartikel enthalten. In einem solchen Fall kämen noch mehr als 7 Millionen Viruspartikel durch die Maske, was weit über der Zahl von 1000 Partikeln liegt, die nach früheren Erkenntnissen für eine Infektion mit dem Coronavirus ausreichen kann. Bei einer zweilagigen Stoffmaske mit einem Filter für Feinstaub sind 1,7% der Tröpfchen durchgekommen. Lediglich die N95-Maske, die einen Standard der amerikanischen Bundesbehörde für arbeitsmedizinische Forschung erfüllt, filtert sämtliche Tröpfchen aus der Luft. Allerdings gilt das nur, wenn ein anderer niest oder hustet. Ist der Maskenträger selbst die Quelle der Tröpfchenwolke, können 0,98% der Tröpfchen die N95-Maske durchdringen. Es sind nicht nur Masken, die helfen, es sind sowohl die Masken als auch das Abstandhalten, betont Kota. Die Studie bestätigt quantitativ, dass das Tragen von Masken und das Abstandhalten in den meisten Fällen einen guten Schutz vor der Ansteckung mit dem Coronavirus bieten, so die Forscher. Die Durchlässigkeit der Masken ohne Niesen und Husten oder das mögliche Entweichen der Viren seitwärts haben die Forscher nicht untersucht.